Servus Leute, Challenge of the Week, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir machen heute ein ASAP, as soon as possible, also so schnell wie möglich diese 5 Übungen hier absolvieren. Zu den Übungen ganz kurz, Mountain Climber machen wir die Version für Fortgeschrittene, also mit dem Fuß immer zur Hand vorspringen. Und jedes Mal, wenn der Fuß vorne ist, zählt das eine Wiederholung. Also ich zähle so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumping Lunges dürfte klar sein. Für die Trizeps-Dips, da braucht ihr einen erhöhten Gegenstand. Ich nehme mein Bett hier. Füße sind auf dem Boden. Und dann machen wir ganz klassisch die Trizeps-Dips hier unten, natürlich nicht aufsetzen. Für die Box-Jumps brauchen wir auch was, wo wir drauf springen können. Ich nehme auch wieder mein Bett hier. Da kommen wir dann in leicht gebeugter Position an, strecken uns aus und springen dann wieder runter. Bei der Übung passt bitte ganz besonders auf, dass ihr euch nicht verletzt, gerade am Ende, wenn vielleicht die Kräfte nachlassen. Nicht, dass man hier irgendwie beim Hochspringen an der Kante hängen bleibt oder so. Dann lieber einen Gang runterschalten und unverletzt aus der Sache rauskommen. Oder vielleicht von Anfang an nicht ganz so einen hohen Gegenstand nehmen, sondern ein bisschen was Tieferes. Und zu guter Letzt natürlich noch Burpees. Die Wiederholungszahl steht da, 90 Mountain Climber, 80 Jumping Lunges, 70 Dips, 60 Box Jumps und 50 Burpees. Das Ganze, wie gesagt, so schnell wie möglich. Trotz alledem achtet bitte auf eine saubere Übungsausführung, weil beim Trainieren steht das einfach über allem. Alles andere ist eher schädlich. Also achtet auf die Zeit, auf die Schnelligkeit, aber vor allem auf die Übungsausführung. Gut, dann würde ich sagen, lasst auf jeden Fall einen Timer mitlaufen, damit ihr nachher auch eine Zeit habt und wisst, wo ihr steht. Und auf die Plätze, fertig, los!
Und gut. Oh. Ja. Scheiße. Meine Zeit 15:39. Puh. Schreibt mir eure Zeit auch einfach in die Kommentare. Danke fürs Mitmachen. Bis nächste Woche.